Feldsteine statt Granaten, Eurythmie statt Marschieren. In der Waldorfkaserne in Teltow bei Berlin trifft Sabine Vogt ihre Kompanie zum Morgenappell. Ich schaue in die Welt. Ein Pilotprojekt der Verteidigungsministerin von der Leyen. Wir betrachten Krieg aus einer ganzheitlichen Perspektive. Es geht nicht um die Erziehung der Rekruten, sondern wir gestalten hier einen Lebensraum. Daher haben wir auch kleine Gruppengrößen von maximal 6 Leuten. Hier gibt es keine Hierarchie und keine Dienstgrade. Kein G36, sondern Holzgewehre. Naturmaterialien statt Plastik, Dialog statt Konfrontation. Was macht ihr denn hier mit dem Holzgewehr? Das ist doch nicht zum Schießen. Das lebt doch, das Holz. Jetzt bin ich schon ein Stück weit enttäuscht. Mittagszeit in der Kaserne. Es gibt Hirse mit Kohlrabi-Gemüse. Alles bio, natürlich aus der Holzschüssel. Danach zur Entspannung Holzarbeiten, Wachsmalen und Bienenwachskneten. Kann es sein, dass ich hier noch etwas Aggression unter der Sonne spüre? Ja, die sind tot. Und das hier ist ein kleiner Junge. Oh, oh. Was magst du gerne? Ich mag Fußball. Dann lieber Krieg. Andere Soldaten widmen sich der musischen Zerstreuung. Unser ganzheitlicher Ansatz ist besonders für Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen geeignet. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet. Das sieht man ja an Christoph, der fühlt sich hier sehr wohl und kann sich in Ruhe erholen. Doch trotz der Waldorfpädagogik, ganz ohne Initiationsrituale, geht es auch hier nicht. Die neuen Rekruten müssen als erstes vor versammelter Mannschaft ihren Namen tanzen. Den Soldat in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Vielleicht ein Zukunftsmodell für alle Armeen. Jetzt leckere Abonniere.